Hut und mit Peitsche. Die Forscher sind am Start, ja, die Liga regelt da. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video. Mein Name ist Rotmack und wir haben heute mal wieder ein paar Kartenpackungen, die wir zusammen öffnen wollen. 25 Kartenpackungen an der Zahl und wenn wir uns das mal im Shop anschauen, die 25 Kartenpackungen stellen sich zusammen aus dem Forscher-Paket, wo wir je 5 Kartenpackungen der letzten Erweiterungen erhalten haben. Und dann habe ich mir noch 5 neue Kartenpackungen von Retter von Uldum geschnappt. Also wir haben hier 5 Kartenpackungen von Retter von Uldum heute. Wir haben Verschwörung der Schatten 5-mal. Wir haben Rastakhan's Rambazamba, Dr. Booms Geheimlabor und der Hexenwald. Also alles Kartenpackungen, die im aktuellen Standard noch verfügbar sind. Heute wollen wir, wie gesagt, 25 Kartenpackungen öffnen. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den ersten und die sind hier Retter von Uldum. Ne, die machen wir als letztes. Wir beginnen hinten beim Hexenwald und öffnen hier die erste Kartenpackung. Mal schauen, ob wir irgendwelche legendäre Karten hier noch herbeirufen können. Ein bisschen Staub ist auch nicht schlecht, weil ich müsste mir so ein bisschen was craften. So, eine epische Karte ist schon mal super. Ja, nehmen wir gerne an. Wir haben Hexenwaldwichtel, dann als seltene Schuppenwurm, Aufziehautomat, verrückter Professor und die epische ist in diesem Falle Voodoo-Puppe. Ist alles Staub natürlich, aber super, wenn wir da ein bisschen epischen Staub rauskriegen. Heißt mehr Staub für den Rotmack. So, dann haben wir hier eine seltene Karte. Schauerkürbis, Nachtsauger, Würmwache und Teufelsseelen-Inquisitor haben wir gezogen. Als seltene Karte ist die Geisterstunde mit dabei. Uiuiui, ja. Uiuiui. So, es geht weiter mit der nächsten Kartenpackung. Lass mal sehen. Es gibt nichts, was gelb-golden schimmert. Leider nicht. Aber wir haben Holzfäller-Axt, wütender Ettin, Sumpfdrachenei und Geisterschlachtrost dabei. Und als seltene Karte das Nebelgespenst. Okay. So, also die Ausbeute bisher, naja, wir haben aber schon eine epische Karte mit dabei, von daher will ich nicht motzen, ne? Aber auch hier nur eine seltene, heißt nur einmal selten Staub. 2-mal Kriegsfahrt, Jagdmastiff, 1-mal Würmwache wieder einmal und dann Morschstammkoloss als seltene Karte vom Krieger. Die letzte Kartenpackung vom, oder die letzte Kartenpackung vom Hexenwald. Und da haben wir eine zweite epische. Sehr schön. Verlorener Geist, Dunkelmoor, Mondkin, Nachtsauger und als seltene ist hier loderne Beschwörung dabei. Die epische spektrales Entermesser. Entermesser, nicht Erntemesser, Entermesser. Okay, auch das Messer habe ich 2-mal schon dabei, heißt also Staub. Aber 5 Kartenpackungen, 2-mal epischen Staub draus gekriegt, will ich nicht motzen. Will ich nicht motzen. So, dann kommen wir hier zu Dr. Booms Geheimlabor. 5 Kartenpackungen, wenn das so weitergeht, geht das in Ordnung, aber ab und zu sollte auch mal was Legendäres mit dabei sein. Wir haben eine seltene Karte. Drohender Nimbus, Skaterbot, Raketenstiefel und Elementarreaktion. Als Karten und als seltene haben wir Nether-Seelenjäger. Okay. Machen direkt weiter, ne? Wir wollen da nicht allzu lange verweilen. Wir wollen direkt weitermachen. Uns geht es ja hier wirklich um die legendären Karten, weil den Rest habe ich halt schon des Öfteren in meiner Sammlung. Forschungsobjekt, Mikrotechnikerin und Raketenstiefel und die beiden seltenen. 2-mal selten ist natürlich auch super, gibt mehr Staub, Schrumpfstrahl und modulare Bedrohung. Ja, sind 2-mal mehr Staub, als wenn wir gewöhnliche Karten gezogen hätten. Die dritte Kartenpackung von diesem Add-on, Dr. Booms Geheimlabor. Hier auch nur eine seltene mit dabei. Raketenstiefel jetzt zum 3. Mal in den 3 Packungen mit drin. Blitzdings, Toxikologin, kosmische Anomalie und Nekrium-Klinge. Nehmen wir. Nächste Kartenpackung, das hört hier gar nicht auf. Zack, 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 das geht hier weiter.
weiter, weiter, weiter. Und es geht im gleichen Stil aber auch weiter, nur mit einer seltenen Karte. Eternium Flitzer, Mikrotechnikerin, Mechano-Eye, Explodinator und sehr mechlastig. Und Versuchsobjekt. Eine schöne Karte, aber auch da Staub nicht mehr. Letzte Karte von Dr. Booms Geheimlabor und ich hoffe jetzt, wir kriegen da zumindest eine epische noch raus, weil hier haben wir jetzt gar nichts gekriegt, was episch sein soll. Eine seltene. Ja, Tarnschuppen, Chemikerin, Verteidigungsmatrix, Skaterbot und bemannter Höllenmaschine. Als seltene Nervomodul oder Nervmodul. Also, ihr seht's. Ja, in dieser Erweiterung haben wir jetzt also wirklich nur Müll gezogen. Nur Müll. Schade. Einmal, glaube ich, zwei seltene in einer Packung, aber sonst nur immer eine seltene und der Rest halt gewöhnliche Karten. Hoffen wir, es wird besser bei Rastakans Rambazamba. Los geht's. Rastakans Rambazamba gibt mir eine seltene. Sanddienerin, Regeneration, schnarchender Schütze und wilde Wadenbeißerin. Als seltene Karte kriegen wir hier Blutsegelbrüller. Ne? Ich würde ja auch schon zufrieden sein, wenn wir eine Karte in Golden kriegen. Finde ich auch schön, ne? So als Sammler. Aber eine legendäre haben wir noch gar nicht gehabt, wollte ich sagen. Und da ist die erste legendäre. Mit einer seltenen noch. Sehr schön. Elementarbeschwörung, riesiger Terror-Troll und wilde Wadenbeißerin. Die seltene Karte ist hier Massenhysterie. Und jetzt, Freunde, lasst uns beten. Was haben wir hier drin? Legendäre Karte von Rastakans Rambazamba ist... Wow, legendär! Chainalai, der Drachenfalke. Geil! Kampfschrei, ruft Ragnaros, den Feuerfürsten, herbei, wenn euer Heldenfähigkeit in diesem Spiel 8 Schaden verursacht hat. Für 7 Mana ein 4-4er Wildtier für den Magier. Eine schöne Karte. Ich weiß nicht, ob die noch gespielt wird, keine Ahnung beim Magier, aber ist eine schöne Karte. Habe ich jetzt auch. Nice. So, es geht gleich weiter. Ich muss noch ein paar Quests, muss ich mir noch bauen, von der neuesten Erweiterung. Oder am besten wäre natürlich, wenn wir die direkt ziehen würden. Wir haben zwei seltene Karten mit dabei. Ist natürlich gut für Staub. Wir haben Ticket-Vertickerin. So, Ticket-Vertickerin heißt die gute. Zweimal, dann Kriegsbär der Amani. Golden und selten, Geist der Fledermaus und Geist des Tigers haben wir auch noch als seltene Karte mit dabei. Es geht weiter. Die Kartenpackungen von Rastakans Rambazamba bisher sehr, sehr gut, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden. Eine seltene. Bachtatze haben wir, schnarchender Schütze, Rausschmeißerin und Sportsfreundin. Als seltene Karte ist hier Serin der Baumbrenner mit dabei. Letzte Karte des Kartenpackungsevents von Rastakans Rambazamba. Und da gibt es eine seltene, zwei seltene, aber auch da wieder mehr Staub als normal. Oh, golden und gewöhnlich, Arcanosaurus. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich finde es ganz nett, wie er hier den Mund auf und zu macht. Dann schnarchender Schütze, Lichtblitz. Und die beiden seltenen sind Geist des Raptors und Sumpfschwapper. Ja, geht gut in Ordnung für das Schamanen, den Schamanen, den neuen, ja, hier Quest-Schamane, kann man sich geben. So, wir kommen weiter zur Beschwörung der Schatten, ne? Die nächste Erweiterung, die vorletzte Erweiterung, also die letzte eigentlich, die aktuelle ist ja Held von Uldum und da haben wir die letzte und die beginnt mit einer seltenen Karte. Übelanwerber, Plünderin der Rüpelbande, Zaubergiftfrosch, und wandelnder Brunnen. Und golden und selten haben wir hier Zaubertrick. Guck mal meinen Zaubertrick. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Alter, wie geht denn? Ist egal. So, der Zaubertrick. Habe einen golden, danke dafür. Und es geht weiter mit der zweiten Kartenpackung von Verschwörung der Schatten. Da haben wir drin eine seltene, oh, eine epische. Auch gut. Rafams Plan, Übeltäter und stolzer Verteidiger sind mit dabei.
Dann haben wir hier als seltene Dimensionsfetzer. Und die epische ist unidentifizierter Vertrag. Ist, glaube ich, auch Staub. Ich weiß nicht, ob ich die zweimal habe. Entweder habe ich sie jetzt zweimal oder ich habe da ein bisschen Staub rausgezogen. So, eine seltene. And that's it. Dr. Booms Plan, Zauberbuchbinder, Brutmutter der Aranasi. Aranasi heißen die Dinger. Und Sonnenhäscher-Spionin sind mit dabei. Die seltene Karte ist getarnter Spion. Eine sehr, sehr schöne Karte, aber da natürlich auch nur Staub. So. Noch was Legendäres vielleicht? Könnte man, ne? Könnte man machen. Will man aber nicht anscheinend. Wir haben Übeldenker, Zaubergiftfrosch, Plünderin der Rüpelbande und Violetta Wächter. Dazu gesellt sich noch Dimensionsfetzer. Okay, haben auch schon zweimal gezogen, einen guten Dimensionsfetzer. Und es geht zur letzten Kartenpackung von Verschwörung der Schatten. Da haben wir eine seltene dabei und nochmal eine epische. Auch hier eine gute Ausbeute. Mana-Speicher, Kristalllinie, Macht und Flugmeister. Als seltene haben wir hier Schattenseitenanger. Und die epische ist Kristall-Sang-Portal. Ja, wieder epischen Staub. So, Freunde, auch Verschwörung der Schatten hat ganz gut funktioniert. Keine Legendäre mit dabei, aber wir haben zweimal eine epische Karte mit dabei gehabt. Des Öfteren auch hier zwei blaue Karten und goldene Karten haben wir gekriegt. Also ganz gute Ausbeute. Jetzt hoffe ich, wir kriegen noch eine legendäre Karte von dem aktuellen Addon Retter von Uldum. Und da beginnen wir mal. Lass sehen. Was kriegen wir denn hier? Eine seltene. Und da ist schon die legendäre mit dabei. Wie geil ist das denn, Freunde? Wie geil ist das denn? Fischflitscher, Schlechter der Nefazet und Wolkenprinz. Als seltene Karte haben wir hier Arkane Kampfmagierin. Und jetzt? Jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir die Schamanenquest wünschen. Es ist Siamat. Für 7 Mana ein 6-6er Elementar Kampfschrei erhält. 2 Effekte eurer Wahl. Eifer, Spott, Gottesschild oder Windzorn. Ist für den Schamanendeck natürlich auch super dann. Aber ich bräuchte die Quest dafür noch. Muss ich mir vielleicht craften. Oder ich krieg sie noch. Wer weiß. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber wäre natürlich eine super Sache. So, eine seltene mit dabei. Jagdausrüstung, gepanzerter Flegel, Arkbienen, Jagdausrüstung zum zweiten und tatendurstige Forscherin. Nehmen wir auf in unsere Sammlung allesamt, beziehungsweise verarbeiten wir zu Staub. So, gibt's doch mal was gelb glänzendes? Nee, leider nicht. Bibbernder Handlanger, gepanzerter Flegel, Murmi, die beste Karte überhaupt, Wüstenassassine und übler Wiederbringer. Okay. Ich glaube, den habe ich nur einmal bisher gehabt. Bin ich mir nicht sicher. Die zweitletzte Kartenpackung, die es heute zu öffnen gibt. Eine seltene Karte mit dabei. Wir haben Wüstenhase, gepanzerter Flegel, schon wieder zum dritten Mal jetzt. Grubenkrokilisk mit Kampfschrei. Und mythische Mysterien. Die seltene Karte ist hier Treibsand-Elementar. Und jetzt geht's weiter mit der letzten Kartenpackung und der letzten Chance auf eine legendäre Karte. Hope so. Aber wird wahrscheinlich nichts. Eine seltene. Zwei seltene. Drei seltene. Okay, zumindest ein bisschen was Staub. Wolkenprinz. Schlechter der Nefazet. Dann haben wir hier Zähmerin der Ramkahen. Wir haben Wichtelverwicklungen. Und wir haben Zähmerin der Ramkahen. Okay. So, also jede Menge Staub. Ich muss mir dann anschauen, ob ich bereits eine neue legendäre Karte craften kann mit dem ganzen Staub. Euch danke ich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare da lassen. Welche legendäre Karte möchtet ihr denn noch unbedingt haben aus der aktuellen Erweiterung? Und dann hoffe ich, ihr abonniert den Kanal, damit ihr auch kein Video auf meinem
Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmack. Ciao!